Herzlich willkommen zurück zu Teil 10 von Baphomets Fluch. Müsste Teil 10 sein. Wir sind in Marib in Syrien, nachdem wir unter Montfaucon das Jahrestreffen der Templer beobachtet haben. Und sind jetzt, nachdem wir zum Flughafen in Paris gegangen sind, direkt hier vor diesem Stand rausgeschmissen worden. Es ging ein bisschen weiter. Hallo, ich habe mich gefragt, ob Sie mir helfen könnten. Sprechen wir doch erstmal noch mit den anderen Touristen hier. Und Leute, die die Serie, also die Baphomets Fluchspiele kennen, werden Klar, diese beiden Typen Junge, die sofort für einen wiedererkennen. amerikanischen Mitbürger habe ich immer Zeit. Das Mein sind Name unsere ist Dauertouristen. Henderson, Dwayne Henderson. Und die Freut mich, Sie Hendersons kennenzulernen, Mr. werden Henderson. überall mal in Teufel, jedem Teil Junge, auftauchen. ich bin nicht im Büro. Nenn mich Dwayne. Okay, Dwayne. Ich heiße George Stobbart. Und können uns immer überall irgendwie so ein bisschen behilflich sein. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich eine sonderbare Frage stelle? Okay, aber vielleicht antworte ich darauf nicht. Wissen Sie etwas über die Templer? Die Tempelritter? Ja. Nö, überhaupt nichts. Hey, Sie wussten, dass es ein Ritterorden war. Was ich weiß und was ich sage, sind zwei verschiedene Dinge, Junge. Ich habe mich nicht so lange in diesem Geschäft halten können, ohne das zu wissen. In diesem Geschäft? Klar, dem Geschäft mit Glückwunschkarten. Oh, bitte. Man merkt schon, es ist ein bisschen sonderbares. Also zumindest Twain ist ein bisschen sonderbar. Zumindest meint er denkt, oder sie meint, er denkt, er wäre ein CIA-Agent. Könnte natürlich auch die Masche sein, das darunter zu tarnen, dass man ihn deswegen für verrückt erklärt. Er ist wirklich, das wird man, glaube ich, nie erfahren. Und es ist irgendwie so ein kleines bisschen ein Running Gag hier in dem Baphomets Fluch-Universum oder Broken Sword-Universum. Ich habe das mittelalterliche Bildnis einer Frau gesehen. Königstum oder Adel, irgend so etwas. Sie schaute in einen Spiegel. Aber das Abbild stellte einen Mann mit drei Gesichtern dar. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie brauchen eine Therapie. Sagt Ihnen dieses Bild eines Ritters, der eine Kristallkugel hält, irgendetwas? Teufel, nein! Was will ein Ritter mit einem Stück Glas? Ich weiß nicht, das ist das Problem. Stimmt etwas nicht, Junge? Es ist keine Kristallkugel. Jetzt wird mir alles klar. Was die Verschwörer als Verlust beklagt hatten, die seltsame Schlussfolgerung im Manuskript. Es ist eine Linse. Glauben Sie, Bullen haben hier einen besonderen Stellenwert? Außergewöhnliche Frage, George. Nein, das glaube ich nicht. Sie sind weit weg von zu Hause, Duane. Könnte dasselbe von Ihnen sagen, George. Ich bin nur auf Urlaub, das ist alles. Ohne Fotoapparat? Etwas nachlässig von so weit herzukommen. Und keine Bilder zu machen. Was dagegen, wenn ich ein Foto von Ihnen mache, George? Was? Wozu? Oh, Sie hätten mich warnen können. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder, George? Die Leute zu Hause werden sich sehr dafür interessieren. Okay. Das meine ich mit ein Was bisschen machen Sie, seltsam. Duane? Habe ich das nicht gesagt? Oh, ich leite eine Firma für Glückwunschkarten. Jupp, wir sind aus Cleveland, Ohio. Pearl schreibt dafür die Gedichte. Sie sollten sie bitten, einige zu rezitieren. Pearl ist seine Wo ist Frau. Ihre Frau, Duane? Pearl! Oh, sie ist hier irgendwo auf der Suche nach Schnäppchen. Wie lange sind Sie verheiratet, Duane? Teufel, muss jetzt schon 30 Jahre sein. Der Arme. Sagen Ihnen diese Streichhölzer etwas? Nichts, überhaupt nichts. Ich glaube, noch das Schauen Pulver. Sie, hier ist etwas Stuckgips. Ja? Ich habe ein Bild von mir, wie ich gerade George Bush die Hand schüttele. Natürlich, das war damals im Jahr 76. Okay. Okay, bis bald, Wayne. Worauf Sie sich verlassen können, George.
Sprechen wir noch mit Hallo, Pearl. ich frage mich, ob Sie mir helfen können. Was? Hallo, schöner Mann, was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin George. Ich habe eben... Es ist entzückend, Sie zu treffen, George. Ich habe... Ich bin Mrs. Henderson, aber Sie können mich Pearl nennen. Okay, Pearl, ich habe... Ach, es ist so schön, einen Amerikaner so weit weg von zu Hause zu treffen. Pearl? Ja, Liebes? Ich frage mich, ob Sie mir helfen könnten. Aber natürlich, Herzchen. So. Verstehen Sie etwas von mittelalterlicher Weberei? Ich mache ein wenig Handarbeit, aber mein Gott. Ist okay, das war etwas weit hergeholt. Haben Sie jemals etwas von einem Ritterorden namens Templer gehört? Kommt mir bekannt vor. Ich erinnere mich, Duane hatte ein Buch. Der heilige Irgendwas und der heilige Irgendwas anderes. Ach, das fällt mir nicht mehr ein. Ich habe ein bisschen darin gelesen. Und? War in meinen Augen ein ziemlicher Quatsch. Okay, ehrlich. Wenigstens. Ich habe mit Ihrem Mann geredet, Duane. Oh, ja, er erzählte mir, dass er eine Firma für Glückwunschkarten leitet und dass Sie die Gedichte dafür schreiben. Oh, ja, natürlich. Ich bin der Künstler in der Familie. Sagen Sie mir, George, möchten Sie eins meiner Gedichte hören? Ach komm, sind wir mal nett. Ja, ja, schießen Sie los. Wir wollen. Okay, Liebling. Jetzt geht's los. Unser Mitleid in diesen Tagen, wenn das Herzelein dir zerspringt. Ich mag das mit dem Herzelein. Das hat Stil, nicht wahr? Wir kennen den Kummer. Du musst ihn ertragen, da dein Schnauzer gebissen ward von einer Schlange. Ach, das berührt mich jedes Mal. Was meinen Sie, George? Es ist für ganz spezielle Fälle, nicht? Meinen Sie? Davon verkaufen wir recht viel, Liebes. Okay, und warum nennt sie uns immer Liebes? Erzählen Sie mir etwas von sich, nicht Pearl. Nicht lieber. Familie? Ach, das Interesse eines Gentlemans ist immer so schmeichelhaft. Nun, mein Mann und ich betreiben eine Firma für Glückwunschkarten in einem schmucken kleinen Örtchen namens Akron in Ohio. Akron? Schmuck? Klein? Warten Sie mal, hat nicht Duane gesagt, Sie wären aus Cleveland? Was meinen Sie, Goldhase? Oh, nichts, ich habe nur laut gedacht. So, fragen wir Sie noch. Ich habe Ihren Mann schon getroffen. Er ist ein sehr interessanter Charakter. Deswegen habe ich ihn geheiratet. Die Infos werden immer weniger. Sie sagten, Ihre Firma sei in Akron? Und Duett sagte, sie sei in Cleveland, ganz sicher. Nun ja, hat er. Duane war in der Marine, in Vietnam, verstehen Sie? Wie auch immer, er hat eine Störung. Das Problem ist, er bringt Dinge durcheinander. Wir sind vor 5 Jahren aus Cleveland weggezogen. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht... Er wird doch etwas paranoid. Er denkt, er ist ein Spion oder so etwas. Es tut mir leid, Pearl. Machen Sie sich keine Sorgen darüber, George. Wir können damit leben. Ja, denke, das war's dann. Und dann zeigen wir noch... Wissen Sie, was das ist? Gott, nein! Es sieht schrecklich aus. Es ist ein Hebeeisen für den Abwasserkanal. Wer würde in die Kloake einbrechen wollen? Genau, das ist die Frage. Naja. Ich muss jetzt gehen, Pearl. War mir ein Vergnügen, George. Lassen Sie uns in Verbindung. Das bringt uns also nicht weiter, also sprechen wir doch mal mit dem kleinen, blonden Jungen da. Hey da, junger Mann. Speak you the English? Speak you the Anglaise? Parlez-vous anglais? Ja, Sie und wirklich, oui. Und eher besser als Sie, wie sich's anhört. Ich bin Neo. Willkommen in meinem Reich ausgesuchter Qualitätsprodukte. So. Das ist also der Marktstand. Oh, ja, Sir. Obwohl der Ausdruck Stand ihm nicht gerecht wird. Dem Großartigsten in dieser geschäftigen Metropole. Das hier ist eine geschäftige Metropole? Nun, nicht per se eigentlich, nein. Was kosten die Bücher auf diesem Regal? Haben Sie syrische Pfund?
Ich habe, glaube ich, ein paar irische Pfund. Dann sind sie für Sie zu teuer, Sir. Du sprichst unsere Sprache sehr gut. Danke, Sir. Ich habe es von Kassetten abgehört, die mein Onkel gehandelt hat. Oh, ein Sprachkurs. Nein, Sir. Chiefs and Wooster. Gussie Finknuttle und Agatha Watto. So. Was weißt du über das Paar? Oh, sie sind Amerikaner. Ist das alles? Der Bursche ist etwas merkwürdig und seine Frau... Es ist komisch, aber ich glaube, sie ist wesentlich klüger, als sie zugibt. Da könnte er recht haben. Sagt dir das Wort Templer etwas? Templer, Templer, Templer. Warum? Ja, natürlich. Also doch. Ja, eine tolle Romanserie von Leslie Chartres. Mit dem spitzbübischen Mr. Simon Templer in der Hauptrolle. Großartig. Du warst eine wirkliche Hilfe, Neo. Sonst noch was? Die Fernsehsendung Simon Templer in der Hauptrolle Roger Moore mit der fragenden Augenbraue. Und vorneweg ein Kerl mit Heiligenschein. Das hat uns ja alles jetzt sehr geholfen. Alles, was dir zu Templer einfällt, ist Roger Moore? Ich habe es eigentlich nur wegen dem Kerl mit dem Heiligenschein angeschaut. Bei dem waren die Animationen besser. Dann gehe ich recht in der Annahme, dass das Wort Templer dir nicht viel sagt. Nun, es gab da noch den Ritterorden, der 1312 von der Inquisition ausradiert wurde. So viel ich weiß. Die meine ich. Was weißt du noch darüber? Wie viel Information passt Ihrer Meinung nach auf eine Trivial Pursuit-Karte? Eine was? Aus der Mittelalter-Edition. Wir hatten sie vor ein paar Jahren mal am Stand. Fragen Sie mich doch mal, was ein Kanoniker ist. Los, das weiß ich alles. Vergiss es. So, dann fragen wir noch nach dem Ritter mit der Linse. Okay, vergiss für einige Minuten die Templer. Was weißt du über Ritter? Etwa die Kreuzritter? Sie kamen in einer wahnsinnigen und sinnlosen Mission in den Osten. Sie opferten Tausende von Menschenleben, einschließlich ihrer eigenen, für ihren Hochmut. Wie jemand daran was Romantisches finden kann, das verstehe ich nicht. Okay. Dann zeigen wir ihm noch den roten Ball. Na, was hältst du davon? Oh, Sir, was für ein famoses Spielzeug! Eines Tages, wenn ich reich bin, baue ich eine weltberühmte Sammlung an knallbunten Bällen auf. Ist das dein Ernst? Todernst! Die Leute werden... Ja? Sammlung zu besichtigen. Die Rockefellers und die Gettys können ihre Kollektionen der sogenannten hohen Kunst beantworten sie eine... Was nützt ein Picasso, frage ich Sie, wenn man ihn nicht gegen die Wand werfen kann? Punkt Der für den Punkt Jungen. Geht an dich. Das ist das, was ich mir im Kunstunterricht auch immer gedacht habe. Bis dann, Nick. Und schaut sie, Sir. So, dann ärgern wir noch die Katze. Jetzt schnell. Okay, das hat nicht viel gebracht. Ich weiß noch, dass man da so irgendein Schauspiel machen muss, um da hinten an die kleine Figur zu kommen. Aber ich denke, jetzt haben wir hier mal genug gehört und gehen mal hier in diesen verwunschenen Gang. Denn jetzt werden wir Club Alamut finden. Und Alamut, das glaubt man, das weiß gar nicht mehr, in dem wievielten Teil wir das von Lobino erfahren haben, war das Hauptquartier der Hashi Ashin. Oder ein Treffpunkt zumindest. Aber ein Hallo. Mittelpunkt der Hashi Ashin. Das sind aber ausgesucht schöne Teppiche. Hallo, Sir. Schöne Teppich. So. Was fällt Ihnen zu diesem Streichholzbriefchen ein? Ah, gib mir Alamut. Jetzt kommen wir zumindest mal in die Stammkneipe des Attentäters Khan. Viele erlauchte Grüße, mein glücklichster aller möglichen Freunde. Hä? Kennen wir uns, Mister? Nein, nein. Und aber mal sagen, nein. Aber, mein Freund, Sie nicht sehen das gegenseitige Glück für uns in diese Zusammentreffung?
Wie ehrlich darf ich denn antworten? Sie seien ein fremder Reiser, nicht wahr? Mann, Sie müssen ja wirklich der größte Detektiv der Welt sein. Nein. Wurde mich gesagt, ist Sherlock Holmes mit großer Stirn und Pantoffel voll vom Pfeifetabak. Ich gegensätzlich bin größter Luxustaxifahrer der Welt. Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Ich bin Ultar, Taxifahrer und exzellenter Luxusführer. Jawohl. Das muss ich mir einfach anhören. Wohin wollen euer Herz gehen? Erwähnung nur Namen zu euer unterwürfiger Diener und wir dorthin fliegen so schnell wie auf Flügel des Igel. Oh, naja, eigentlich will ich Mareb noch nicht verlassen, aber wenn, dann werden Sie der Erste sein, der es erfährt. Ist gut. Sie wissen, wohin wollen. Sie kommen zu Ultar. Danke, wir sehen uns dann, Ultar. Sie haben erfreuliche Tag, voll von strahlender Erfahrung und Freudigkeit. Soll sein, mein Freund. So. Dann sprechen wir doch mal mit Hallo, dem Barkeeper. Einen netten Club haben Sie hier. Ich frage mich, ob Sie mir wohl helfen könnten. Was? Ich meine, wie bitte? Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Wenig Überraschung, das. Er sagen sorry, aber er nix sprechen Englisch. Aber der hat doch gar nichts gesagt. Er habe nix Zunge. Keine Zunge? Was ist passiert? Wetter gewesen. Und er hat verloren. Er gewinnen. Sie sollten sehen, andere Kumpelchen. Oh ja? Da bin ich wieder, Ultar. Fragen wir ihn doch Große mal noch Hallos, ein bisschen weiter. Wohlwollender Fremdling. Und möglicher zukünftiger Kunde. Naja, man weiß ja nie. Wollen wir mal ein bisschen reden? Ist höchst möglich. Nur solche Art. Ultar lernen seinem äußerst hervorragende Englisch, ja? Ja. So. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh, höchst sicherlich. Sein hier gestern. Hier? Erst gestern? Mein Gott, das war dicht dran. Ja, fragen viele Fragen. Wie misst er Sie? Wonach hat er gefragt? Er fragen von Amerikaner namens Stobby. Stobbert? Ja, Stobbert. Sie kennen? Der Killer kennt meinen Namen. Wonach hat er noch gefragt? Er fragen von deutschen Mann namens Klobner. Ich versuche krampfhaft, mich an den Namen des Kerls zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. Klausner. War der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sagen Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel. Etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 16. Wann war das? Oh, vielleicht Woche her. Bull's Head. Dieser Schuppen ist aber wirklich schwer zu finden. Oh ja, höchst exklusiv. Mitgliedschaft bestimmt nicht mehr als, wertiger Herr, was Sie schätzen von Bevölkerung in Dorf, mengenmäßig. Bitte? Ach so, keine Ahnung. Höchstens ein paar tausend. Dann, ich schätze, Mitgliedschaft nicht mehr als höchstens ein paar tausend. Also sehr exklusiv. Was wissen Sie von dem Jungen auf dem Markt, Neo? Neo? Ah, Ayubs Junge. Zu groß für Sandalen. Ich spreche hervorwiegendes Englisch. Und er lachen. Er sagen, Ultar, du Riesenochse. Du spaltest Infinitive. Ich antwort, ich spalte dein Kopf. Wenn du stillhalten lange genug dafür. Reichlich lustig, ja? Umwerfend komisch. Sie sollten Ihre eigene Show im Privatfernsehen haben. So. Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Natürlich. Ja? Was können Sie mir darüber sagen? Große Skibob-Band in die 60er. Nein, die meinte ich weniger. Wer hat das Bob in das Bob-Skibob-Doo-Wop gepackt? Ja, eine der ewigen Fragen des Universums. Er nimmt uns da ja die Worte aus dem Mund. Naja, dann fragen wir weiter nach dem... Haben Sie das amerikanische Paar getroffen? Den Hendersons aus. Haben Ultar getroffen? Haben Ultar getroffen. Ja, Ultarn haben getroffen. Und?
Höchst ungroßzügig. Ulter Angebot zu zeigen die Sehenswürdigkeiten von Land. Sie sagen, gibt es was Altes hier? Ulter sagen, ja, natürlich. Natur, sehr alt sein. Sie sagen, nein, irgendwas Altes von Menschenhand. Ulter sagen, haben gesehen, Taxi? Keilriemen, älter als Ozymandias. Aber sie gegangen. Okay, da haben wir den Hinweis, dass sie was Altes suchen. Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Sein höchst ausgezeichnet. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch, oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten. Sie brauchen guten Luxusführer. Für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Oh, grausiges Schicksal. Wo soll ich nur so einen Führer finden? Und Ulter sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung. Glückesgeschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste? Okay, in Ordnung. Lassen Sie uns abhauen. Zunächst, bedauerlicherweise, Formalitäten. Fahrt nach Bull's Head, 50 Yankee-Dollars, bitte. 50 Scheine? Ich habe keine 50 Scheine. Oh, höchst unerfreulicher Wender. Ulter dann bedauern, aber nicht können werten Herren mitnehmen auf Reise von Leben. Warten Sie mal, Ulter, gibt es denn nichts, was ich Ihnen zum Tausch anbieten könnte? Wünschte wäre so, geschätzter Freund. Aber mein Taxi brauchen Benzin und sein Schalldämpfer brauchen Schalldämpfer, Doktor. Also Tausch nicht möglich. Mein Herz weint über Ungerechtigkeit. Aber die Parole sein Dollars oder nix. O unglückseliger Amerikaner. Noch einmal zum Thema Bull's Head Hill. Sie haben Verlangen, diese Wunder... Tja, vielleicht. Unglaubliche... 50, wie? Naja, ich habe immer noch kein Bargeld. Oh, die Genüsse. Ich glaube, das bringt uns nichts weiter. Dann sprechen wir nochmal hin. Abermals einen Wunder. Es hat wohl nicht viel Zweck, wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht. Okay, dann gehen wir noch da hinten auf die Toilette. Das ist auch noch ein wichtiger Hinweis. Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Müssen wir nachher nicht nochmal 50.000 Mal hin und her laufen. Ach. Oh, Verzeihung. Haben Sie etwas gesagt? Er sagen, du nix geh in Toilette. Du lesen Schild, Kumpelchen. Kumpelchen? Es verlieren ein wenig durch Übersetzung. So, dann fragen wir ihn doch, warum er nicht auf die Toilette kann. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer Erhabenheit. Nichts in... Abermals einen... Es hat wohl nicht... Wenn... Ich glaube, ich muss das auf der Tür lesen. Indem ich die Notiz ganz fest anstarre und dabei meine Augen leicht zusammenkneife, erkenne ich, dass ich kein Wort lesen kann. So, und jetzt nochmal fragen. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei... Aha. Könnten Sie mir übersetzen, was das Schild hier bedeutet? Stehen drauf, Türe bleiben zu, bis Bürste zurückkommen. Unterschrift Manager. Ah ja? Und was heißt das? Manager kaufen wunderschönen neuen Toilettenbürste. Lassen alleine bei Waschbecken nur 10 Minuten. Zurückkommen, Bürste gestehlt. Gestohlen. Nicht einmal ausgepackt von Plastik. Er ist sauer. Verschlossen Toilettentür sagen, niemand benutzen schöne funkelnde Toilette, bis Bürste wiederkommen. Wir sagen, was wir anfangen bis dann, Er sagen, Beine kreuzen und überlegene Willenskraft anwenden. Und das macht ihr alle seither? Nein, Ultar benutzen Eimer. Bin ich nicht so scharf drauf, das zu sehen. So, dann haben wir jetzt den Hinweis, dass wir für hier auf die Toilette zu gehen eine Klobürste brauchen. Und wer vielleicht ein bisschen genauer zugeschaut hat, hat auch eben schon gesehen, wo wir die Klobürste finden können.
Okay. So, dann hier nochmal runter. Dann haben wir jetzt ein paar Sachen zu finden, erledigen. Wir müssen einen alten Gegenstand finden für die Hendersons. Wir müssen den Gegenstand für 50 Dollar abdrücken. Mit den 50 Dollar können wir den Taxifahrer Ultra bezahlen, der uns dann nach Bull's Head Hill fährt, und ja, vorher müssen wir noch auf die Toilette. Das ist immer ein bisschen Problem. In der windstillen Luft hängt der Gestank. In der Wind. Es ist ein Kebabstand und ein Hässler. Hallo, wir. Hallo, hallo. Okay. Na da. Ah, ganz. In der windstillen Luft. In der Wind. In der windstillen. In der Wind. Es ist ein. Genau da hatte ich damals auch das Problem. Dass ich das einfach das Drecksding nicht angeklickt bekomme. Ist hier dann doch noch ein bisschen. Aus der Nähe kann ich sehen, dass. Nochmal hallo, Sir. Hallo. Na dann. Ah, ganz gut. Es ist ein. Es ist ein Käfer. Am Stand baumeln die für ein Marketing mit. Plötzlich erkenne ich die schreckliche Wahrheit. Ah. Der Typ bestreicht die Kebabs mit der Klobürste. Sie hat wohl nie das Innere einer Klosettschüssel gesehen, ist aber dennoch wenig appetitanregend. Okay. Wie blöd kann man sein, einfach den Typ anklicken und beobachten. So, dann sprechen wir jetzt nochmal mit dem... Ah nein, bevor wir jetzt mit dem Jungen sprechen, sprechen wir nochmal mit... unserer netten Pearl Henderson. Hallo, Pearl. Oh, hallo, George. Hallo, George. Schön, Sie zu sehen. Hatte ich doch recht. So, fragen wir jetzt doch zuerst mal, ob Haben Sie den diesen Mann schon einmal gesehen? Hat. Nein. Ein Freund von Ihnen? Nein, nicht wirklich. Okay. Haben Sie etwas vom Kebabstand gekauft? Um Gottes Willen, nein! Mit meiner Verdauung? Haben Sie mit dem Jungen geredet, der den Stand mit all dem Nippeskram betreibt? Ach, Sie haben ihn getroffen? Sein Name ist Mio, wissen Sie? Ach, er ist so süß. Ich könnte sterben. Ach, ich würde ihn gern verschnüren und mit nach Ohio nehmen. Er könnte etwas dagegen haben. Ich suche nach etwas Antikem, verstehen Sie? Etwas, womit ich die Leute zu Hause beeindrucken kann? Der arme Junge hatte sein Bestes versucht, aber wir haben immer noch nichts gefunden. Haben Sie den Taxifahrer getroffen? Ulta. Hilfe, ja. Was für ein großer Mann. Sehr muskulös. Aber Sie haben keine Runde mit ihm gedreht, oder? Also, George, Sie sind mir ja wirklich der absolute... Oh, Sie meinen im Taxi? Nur gefahren? Nein, Duane hatte kein Interesse, deswegen haben wir es gelassen. Okay, dann gibt's ja noch Bull's Head Hill. Haben Sie mal von einem Hügel namens Bull's Head Hill gehört? Nein, nein, habe ich nicht. Ist der hier in der Nähe? Da bin ich mir nicht sicher. Klingt so schrecklich romantisch. Ja, Bull's Head Hill, romantisch. Naja, das ist schon alles, was wir hier erfahren mussten. War mir ein Vergnügen. Hallo, Duane. Noch einmal mit Duane sprechen. Und den nochmal ausfragen zu Neo, Ultra, Bull's Head Hill und Co. Hallo, George! Das, wie kann das ich Bild helfen, junger Mann? Von seinem Mörder zeigen? Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Vielleicht. Woher haben Sie das? Ich habe es irgendwo aufgelesen. Klar. Ich sammle auch immer Fotos von Fremden auf und frag mich damit durch. Oh, verdammt. Da, ich habe noch ein Bild von einem völlig Fremden. Vielleicht frage ich mich mit dem hier durch. Schon mal von einem Hügel namens Bull's Head gehört? Glaube nein. Wo ist das?
Weiß ich nicht, das versuche ich gerade herauszufinden. Bull's Head, was? Das muss ich mir merken, klingt sehr malerisch. Klar. Haben Sie Ulta getroffen? Malerisch ist immer noch besser wie romantisch. Oh, die der Taxifahrt mit Klimaanlage muss fahren. Ja, der Taxifahrer. Wollte uns reinlegen, ist mit uns wild in der Gegend herumgekurvt. Und uns Pearl hat's doch gesagt, dass sie es gelassen haben. Haben Sie mit Neo gesprochen? Neo? Er ist der Junge an dem Plunderstand, stimmt's? Ja, wir haben ihn getroffen. Er ist ein kluger Junge. Spricht 4 Sprachen und war nicht einen Tag in der Schule. Er könnte es weit bringen. Allerdings hat er versucht, uns so einen Plunder anzudrehen. Sie werden hier nichts Wichtiges finden. Ich weiß das. Und Sie wissen das. Aber versuchen Sie mal, das Pearl zu erklären. Sie glaubt, in diesen öden Ständen wären echte Antiquitäten versteckt. Haben Sie dem Kebabverkäufer etwas abgekauft? Überhaupt nicht. Pearl hatte schon einmal einen schweren Anfall von Montezumas Rache. Okay, bis bald, Wayne. Worauf Sie sich verlassen können, George. So, und dann sprechen wir nochmal mit Neo. Oder was? Einfacher, wir schauen uns gleich den Stand an. Ich habe weder das Geld noch den Wunsch. Diese Statue kommt meiner Vorstellung von einer Antiquität recht nahe, aber dennoch wirkt sie auf mich wie eine billige Gipskopie. Das kann sich aber ändern, so. Hallo Neo. Hallo Sir, ich habe kürzlich einen interessanten Typ kennengelernt, einen Taxifahrer. Ah, das muss Ulta sein. Ein barbarischer Bursche. Oh, so schlecht ist er auch wieder nicht. Kennen Sie seinen Akzent, wenn er Englisch redet? Genauso ist sein Arabisch. Oha. Wer ist der Typ, der die Kebabs verkauft? Oh, das ist Arto. Ein mieser Kerl. So viel steht fest, Sir. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Ist er auch nie. Tag aus, Tag ein, ein Gesicht wie ein nasses Handtuch. Wie immer, die auch aussehen. Spricht er meine Sprache? Nicht unbedingt, nein. Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Arthurs Bürste. Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus. Neo, das ist ernst gemeint. Arthur hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Unter Umständen, vielleicht. Unter Umständen? Vielleicht? Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln. Kaufmann? Hier ist doch nicht die Börse. Nun, wenn Sie unhöflich werden. Nein, 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 du hast recht. Was willst du? Ich meine, mich erinnern zu können, dass Sie etwas haben, das meine Langeweile lindert. Eine Kugel der Freude. Eine purpurne Himmelskugel himmlischen Vergnügens. Du meinst den Ball, oder nicht? Etwas Kleines, Kugelförmiges, das kaum meine Hand ausfüllt und doch Stunden der Unterhaltung verspricht. Wenn du den Ball meinst, warum sagst du es nicht? Kann ich den Ball zurückhaben, Sir? Also gut, hier ist er. Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind sie okay. Welche Leute? Was für schlechte Dinge? Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht. Genau, ja, die Bürste. Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Es erheitert seinen Tag. Es macht sein Leben lebenswerter. Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann? Arabisch. Ja, das meinte ich. Merken Sie sich einfach diesen Satz. Il-Agel-Kalb. Il-Agel-Kalb? Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arthur und sagen diese süßen Worte in sein zartes Ohr. Er wird sich überschlagen, alles für Sie zu tun. Wirklich? Wirklich. Man merkt schon, Il-Agel-Kalb könnte unangenehm werden. Naja, ich sehe gerade, dass wir jetzt schon 35 Minuten dieses Video, dass dieses Video schon 35 Minuten lang ist. Ich würde trotzdem sagen, wir machen jetzt da unten noch alles fertig. Also mit der Bürste besorgen,
den Anderson oder Hendersons eine Antiquität beschaffen und Ulta als Taxifahrer klarzumachen, sodass wir im nächsten Teil uns auf Bull's Head konzentrieren können. Was genau bedeutet Ilackelkalb? Ein höflicher und freundlicher Gruß. Er wird alles für Sie tun. Ist das dein Vater, der da hinten am Stand herumlungert? Er ist es. Ein netter, brüllender Zeitgenosse. Er heißt Ayub. Hört sich nicht so an, als ob du ihn sehr schätzt. Wirklich? Ich schätze ihn nicht nur, ich mag ihn sogar. Dafür, dass er ein so großes Geschrei macht, kommen wir gut miteinander aus. Das ist viel wert. Das ist aber keine freundliche Katze, Neo. Nein, Sir, sie ist eine sehr unfreundliche Katze. Warum behältst du sie dann? Oh, sie gehört mir nicht. Sie legt sich dahin, wo es ihr passt. Und heute passt es ihr, sich hier hinzulegen. Wie Kipling sagen würde, eine Katze hat ihren eigenen Kopf. Absolut unabhängig. Und sie stinkt. Okay. Wir sehen uns, Neo. Tschüss dann, Sir. Ich glaube, es bringt nichts, Neo noch das Bild vom Killer zu zeigen, außer dass er uns dann wahrscheinlich sagen wird, oh, diese Augen, oder der sieht grauslich aus. Dann sagen wir jetzt... Nochmal hallo, Sir. Mann hier. Hallo? Ackelkalb. Ja. Ilackelkalb? Oh, dreckig! Schlecht! Schlecht! Oh, ich töte dich! Oh, beruhige dich. Ich hab doch nur Füße. Los, an die Arbeit. So. Jetzt gehen wir hier runter. Jetzt können wir ihn nochmal ansprechen. Nochmal hallo, Sir. Oh, dreckig. Okay, okay. So. Und dann sprechen wir doch jetzt mal nochmal unseren hallo, Neo. Freund Neo hier an. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nun mal langsam. Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. So. Und nichts. Jetzt müsste der Junge bald anfangen, mit dem Ball zu spielen. Okay. Aber auf die Art und Weise funktioniert das nachher. Nein, nicht Pearl ansprechen. Wir gehen jetzt rauf in den Club. Wir müssen also doch mehrmals laufen. Das war irgendwo klar. Ja, es war eben bei den alten Spielen so, dass man... Obwohl man schon wusste, was man braucht und wo es liegt, es nicht einfach dorthin gehen... nicht einfach hingehen konnte und es dort holen konnte, sondern man musste zuerst auch noch den Hinweis finden, der einem sagt, dass es dort liegt. Aber gut, das macht halt auch gewisserweise den Charme von damals aus. So, und jetzt geben wir dem Mann an der Bar seine Bürste und gehen aber auf die Toilette. Wunderschön. Es hat wohl nicht weh, wenn ich keine... Naja, aber es wäre weder schlau noch höflich. Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wieder zu... Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, bah. Anschauen, brauchen viel Säuberung in Putz. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel.
So, und jetzt können wir den Schlüssel an der Tür benutzen. Entschuldigung. So. Benutzen denselben Schlüssel nochmal hier in dem Kasten. Dann können wir uns nämlich das Handtuch schnappen. Ein Stück von einem groben, grauen Handtuch. Irgendwie konnte man das Handtuch noch durchschneiden. Ich weiß aber nicht mehr wie. Der Spiegel ist so sauber wie... Das Becken scheint ganz sauber zu sein, aber... So, öffnen wir hier noch die Tür. Und ziehen doch mal an der Spülung. Ups. So, ich denke, das war's dann, was wir hier drin brauchten. Ich weiß partout nicht mehr, wie man das... Ich weiß noch, dass man das Handtuch in der Mitte teilen musste, aber ich weiß echt nicht mehr, wie. Oder ob das nachher automatisch an der Stelle geht. Oder ob ich da jetzt auch was Falsches in Erinnerung habe. Keine Ahnung. Naja. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Ganz aktuell brauchen wir das Handtuch nämlich noch nicht. Das brauchen wir erst in ein paar Minuten. Und jetzt würde ich sagen, geht dann der Weg doch zurück zu unserem kleinen Neo. Der müsste nämlich jetzt mit dem Ball spielen. Und solange er mit dem Ball spielt, können wir... Jawohl, so. Jetzt duzen wir die Katze an. Richten auf die Klingel. Die Tür geht auf. Der Ball verschreckt die Katze. Die Katze wirft das Objekt runter und wir können es schnappen. Hallo Neo. Mit Neo. Hallo Sir, wie kann... Was ist mit deinem Ball passiert? Mein Vater hat ihn mir leider weg... Neo, das tut mir leid. Kein Grund. Bald wird er vergessen haben, wozu er den Ball hat und ihn in den... Dann hole ich ihn mir. Tut mir auch leid, dass die kleine... Auch darüber keine Aufregung, Sir. Sie hatte als Verkaufsobjekt sowieso... Tja, wie heißt es so schön? Hände weg. Sehr weg. Bis... Und ciao. So. Die Statuette sieht nach diesem Sturz ziemlich lädiert aus. Überall Macken und beide Arme sind abgebrochen. So, jetzt könnten wir diese Statue, diese kleine Figur, Pearl Anderson oder Henderson, ich glaube Henderson, mit Hallo Pearl. Antreten. Hallo George, schön Sie zu sehen. Und ja, so. Wissen Sie was? Ach, klingt. Ja, ich glaube aber nicht, dass es das... So. Interessieren Sie sich für Antiquitäten? Und wie? Wie wäre es mit dieser feinen... Oh George, das wäre ideal. Sie würden doch nicht versuchen, mich hinters Licht zu... Großer Gott, nein, Pearl, nichts liegt mir... Interessieren Sie sich... Und wie? Wie wäre es mit dieser... Oh, Charles. Sie würden... Großer Gott... Ah, ich erinnere mich Ich habe hier die Bei meiner... Quatsch. Ich... War mir... So ist das da raus. So, und dann wenden wir das auf der Statue an. Wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Der Gips scheint die Theaterschminke nur so aufzusaugen. Und dann sieht er echt wie Stein aus. So. Hallo Pearl. Sie ist noch mitten in Verhandlungen. Während Trey in seiner Runde. Schön. Wie gefällt Ihnen dieses hübsche Stück einer... Ach, wie schön. Das ist genau... Aber... Oh. Es sieht dieser modernen Statue, die Sie... Nun, das ist, weil... Das ist, weil die erste, die ich Ihnen zeigte, eine moderne Kopie von der hier ist. Und ich habe den Künstler aufgesucht, der die Kopie angefertigt hat und habe das Original gekauft. Ja, das erklärt... Oh, George. Es gibt keinen Grund, glauben. Hätten Sie es gerne? Sehnlichst gern. Wenn Sie losgehen und Duane suchen, wenn er Schwierigkeiten macht, sagen... Okay. Ich... War... Bevor jetzt Duane nochmal seine Runde läuft...
Hallo, George. Wissen Sie was? Haben Sie das auch dem Kebab verkauft? Oh nein, ich... Okay, so. Was halten Sie da? Oh Gott. Ja, ich musste die halbe Stadt dafür auf den... Junge, Sie haben mehr Glück als wir. Sieht wie aus der... Davon verstehe ich. Was die zu Hause sagen werden. Was... Oh, ich kann nicht. Es ist der... 50 Mäuse. Nehmt... Das Geschäft geht. Welch ein Zufall. Genau 50 Mäuse. Genau so viel, wie der Taxifahrer haben will. Das kann ja jetzt fast nicht sein. Okay, bis bald. Worauf... So. Und wir kommen jetzt wirklich langsam zum Ende dieser Folge, denn wir gehen jetzt noch zum Taxifahrer, sprechen ihn auf die Taxifahrt an. Er wird uns sagen, dass er ein Keilriemen, glaube ich, brauche. Ja, Keil oder Zahnriemen? Keilriemen. Ein Keilriemen braucht er. Und für seinen Wagen. Und da geben wir ihm dann das Handtuch. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Was bedeutet... Wer Sie das... Neo sagte mir, ich solle das zu... Und Arto dann rausholen, rieb... Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arto. Sie ihm sagen in mörderisch miserabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein... Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar, meinen Fleisch von Hund. Oh. Nochmal zum Thema Bulls Head. Sie haben Verlangen, diese Wunder... Tja. Unglaublich. 50. Okay, abgemacht. Hier ist... Ah, höchst ideal. Wie Amerikaner sagen, bare Knete zahlt Mister. Wir müssen uns in Eile... Wo genau steht Ihr Taxi denn? Das einzige Fahrzeug, das ich sehen kann, ist ein alter, Ja, und... Oh, okay. Ich bin in einer Minute... Es scheint mir unfair, mit den Kloschlüsseln zu verduften. Also... So. Hallo, Ulta. Ah. Ist das Ihr Tag? Oh ja, sicher. Das Groß... Sieht wie ein alter Armee... Bah, Ihr Amerikaner. Ihr haben vergessen, was Taxi... Ungefähr 4 Tonnen auf den ersten Blick... Da haben Sie Nagel durchs Nadel... Schön, dann... Leider nein, sehr höchst verehrter Fahrer. Keilriemen haben beschlossen... Was werden Sie tun? Was können ich tun? Warten auf Fahrt in Werkstatt. Wie lange wird das dauern? Einen Tag. So lange kann ich nicht warten, wir müssen... Aber wie? Ich lasse mir was ein. Können Sie damit etwas... Mein Freund, das... Okay, das macht, passiert automatisch. Ich habe jetzt die Gespräche ein bisschen übersprungen. Und das Handtuch zerschneidet es längs in 2 Hälften und gibt mir eine davon zurück. Mit seiner Hälfte ersetzt er den Keilriemen, wie man es normalerweise mit Strümpfen machen kann. Nun, ich verknoten Enden. Praktisch, ja? Wirklich höchst praktisch. Damenstrümpfe mögen an einem Bentley gute Dienste leisten, aber bei einem Lastwagen erfüllt das grobe Handtuch seinen Zweck besser. Kommen, mein Freund. Sie möchten sehen, Bull's Head? Okay. Und wir schauen uns jetzt noch die Fahrt an und dann beenden wir diese Folge mit knapp 20 Minuten Verspätung. Ich glaube, wir hätten noch eine extra Folge draus machen können. Und was in Bull's Head auf uns lauert, werden wir in der nächsten Folge sehen. In Teil 11 von Let's Play Baphomets Fluch. Ich würde mich freuen, ihr es ja wieder dabei sein werdet. Oder würdet. Und freue mich auch, dass ihr hier zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Und oh, das Video ist immer nicht zu... Ah, jetzt ist es gleich zu Ende. Ja, ich sage dann schon mal Tschüss. Bis morgen nochmal um 16 Uhr, wenn es dann heißt, herzlich willkommen zu Teil 11 von Baphomets Fluch.